ein traditionelles Streetfood mit mehr als 1000-jähriger Geschichte. Und das machen wir heute bei Ning kocht zu sauer nicht. Viele chinesische Gerichte haben eine lange Tradition, auch das heutige. Das heißt, knuspriger Hackfleischpfannkuchen, eine Variante eines ganz alten Rezeptes. Und das schmeckt so. Für das knusprige Erlebnis brauchen wir folgende Zutaten. Für den ersten Teig 450 Gramm Mehl, 30 Milliliter Öl, 1/2 Teelöffel Salz, 1 dritter Teelöffel Natron und ca. 230 Milliliter Wasser. Für den zweiten Teig 60 Milliliter Öl, 35 Gramm Mehl. Für die Füllung 300 Gramm Hackfleisch, 1 Esslöffel Sojasauce, 5 Gramm geriebene Ingwer, 1 Teelöffel Pfeffer, 1 Teelöffel China-Gewürz, 1 Esslöffel Öl, 2 Esslöffel Kochwein, zum Beispiel trockene Sherry, 1 Teelöffel Salz, 5 bis 7 Lauchzwiebeln. Zuerst machen wir den Teig. Mehl, 1/2 Teelöffel Salz, 1 dritter Teelöffel Natron und zusammenmischen. 30 ml Öl dazu, durchmischen, dann geben wir ca. 230 ml Wasser nach und nach rein. Wir kneten den Teig gut durch und ca. 30 Minuten gehen lassen. Nach 30 Minuten kneten wir den Teig nochmal gut durch. Jetzt teilen wir den Teig in 9 Portionen. Zu einer Wurst rollen und platt drücken. Dann mit Öl luftdicht abdecken. Und Frischhaltefolie drüber ca. 2 Stunden gehen lassen. Knusprige Hackfleischpfannkuchen sind ein berühmtes chinesisches Streetfood. Es gibt viele Varianten und im Original werden sie mit Rindhackfleisch gemacht. Besonders bekannt sind Pfannkuchen aus Xi'an. Das liegt in Mittelchina und hat eine sehr bekannte Sehenswürdigkeit. Die 8000 Figuren der sogenannten Terrakotta-Armee, eine Grabbeigabe für Kaiser Qin Shi Huangdi vor mehr als 2000 Jahren. Aber Xi'an war früher noch etwas anderes. Ein Ort direkt an der Seidenstraße. Und über die Seidenstraße sind die Vorläufer der knusprigen Pfannkuchen vermutlich aus Zentralasien nach China angewandert. Das soll jetzt mehr als 1000 Jahre her sein und die Chinesen haben die knusprigen Pfannkuchen weiterentwickelt zu etwas sehr, sehr Leckerem. Zwei Stunden sind vorbei, jetzt machen wir die Füllung. 300 Gramm Hackfleisch, 1 Esslöffel Sojasauce, 5 Gramm geriebenen Ingwer, 1 Teelöffel Pfeffer, 1 Teelöffel China-Gewürz, 2 Esslöffel Kochwein, 1 Teelöffel Salz oder nach Belieben. Durchmischen. Zum Schluss noch 1 Esslöffel Öl. Nochmal durchmischen. Für später Lauchzwiebeln kleinschneiden. Mit ein bisschen Pfeffer würzen und durchmischen. Dann machen wir den zweiten Teig. 35 Gramm Mehl und 60 Milliliter Öl zusammenmischen. Und los geht's, Teig platt drücken.
etwas ausrollen. Füllung darauf. Und Lauchzwiebeln. Am Anfang empfehle ich euch, lieber weniger Füllung zu nehmen, damit das Hackfleisch nicht aus dem Teig rausquillt. Jetzt zusammenfalten, und zwar so. Wichtig ist, ihr müsst einen Ball formen, in dem die Füllung sicher angeschlossen ist. Jetzt den Teig langziehen, aber langsam. Mit dem zweiten Teig einstreichen und aufrollen. Am Ende mehrmals anschneiden. Und ganz aufwickeln, so. Einmal leicht flach drücken. Öl in die Pfanne. Wir brauchen mehr, als wenn wir anbraten würden, aber weniger als zum Frittieren. Vor dem Braten nochmal vorsichtig flach drücken. Mit mittlerer Hitze backen wir die Pfannkuchen langsam aus, bis sie goldbraun sind. Bei mir etwa 8 bis 10 Minuten. Wichtig ist, erst eine Seite anbraten, bis sie fest ist, dann wenden und die andere Seite anbraten und dann weiter köcheln lassen. Und fertig! Knuspriger Hackfleischpfannkuchen. Außen knusprig, innen zart. Viel Spaß beim Nachkochen, guten Appetit und auf Wiedersehen. Zugegebenermaßen, es ist ein bisschen Arbeit, die zu machen, aber auf der anderen Seite, man kann gleich einen ganzen Schwung davon machen, man kann sie super mit zur Arbeit nehmen und die schmecken halt einfach echt hammergeil.